Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Schon wieder mit guter Laune rein in die nächste Folge. Aber hey, ist ein Geben und Nehmen. Ihr supportet, ihr liked, ihr schaut, ihr kommentiert. Geile Klickzahlen. Dann gebe ich Gas. Dann gebe ich Gas und deswegen diese Woche die dritte Rebuild Challenge. Die Karriere läuft ja sowieso auch parallel nebenbei und jetzt heute mit den San Antonio Spurs und natürlich als großes Main Topic Victor Wembanyama. Ich weiß noch nicht, was es letztendlich ganz genau wird. Wird das eine GOAT-Challenge? Wie viele Ringe können wir mit Victor Wembanyama holen? Oder überhaupt einen Ring? Ich keine Ahnung, ich habe es noch nie ausprobiert. Oder wird das sogar ein komplettes Karriere... eine Karrierefolge, dass wir die komplette Karriere von Victor Wembanyama durchsimulieren? I don't know. Lassen wir es einfach auf uns zukommen. Ich bin am Ende selber gespannt, wie lange diese Episode wird. Und deswegen gehen wir jetzt auch einfach direkt rein. Willkommen zur Rebuild Challenge. Victor Wembanyama und die San Antonio Spurs. Und ja, ihr seht auch hier schon direkt, das ist heute eine ganz andere Aufgabe als mit den Sixers oder mit den Lakers. Ein sehr, sehr junges Team, worauf ich aber auch Bock habe. Klar, Victor Wembanyama als super Talent hat jetzt schon eine 84. Ich denke, der wird sich zu einem der besten Spieler der Liga entwickeln. Aber was kommt dahinter? Das werden wir uns jetzt wahrscheinlich die ersten ein, zwei Jahre erstmal ansehen. Dann sortieren wir aus, welche Spieler behalten wir. Wir versuchen natürlich die ersten ein, zwei Jahre nochmal relativ hoch zu picken. Also nochmal den einen oder anderen geilen Spieler da abzusahnen. Ich denke auch auf der Point Guard Position, da haben wir definitiv noch Bedarf. Wir haben hier so Verträge wie Devonta Graham. Da können wir vielleicht auch schauen, ob wir da vielleicht sogar noch den ein oder anderen First-Round-Pick rausbekommen oder McDermott. Es ist eine geile Aufgabe, weil man hier, glaube ich, unglaublich viel machen kann. Und deswegen gehen wir einfach direkt rein. Let's go. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden wahrscheinlich jetzt in... ja, im ersten Jahr kriegst du sowieso erstmal brutal auf den Sack. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Wir laden kurz den Draft-Jahrgang. Und ja, lasst mir doch gerne ein Abo da und gerne einen Like. Wenn euch die Rebuild-Challenges gefallen oder auch die Karriere, ich muss dann selber noch schauen, ob ich noch irgendwelche anderen Formate in Zukunft mit dazu nehmen kann. Aber es muss natürlich auch irgendwie alles immer zeitlich umsetzbar sein. Es soll ja auch Spaß machen. Also sich einfach nur von einer Folge in die nächste reinhetzen, das ist natürlich auch nicht das Geilste. Deswegen schauen wir jetzt erstmal hier in die Gehaltsübersicht. Also, Keldon Johnson ist aktuell Topverdiener. Der hat allerdings einen Vertrag, der droppt. Das ist ganz nice für uns. Gibt uns ein bisschen Flexibilität. McDermott, 13,75 Millionen. Devonta Graham hat noch 2 Jahre Vertrag. Reggie Bullock, das sind alles Verträge, die werde ich versuchen loszubekommen. Devin Vassell hat schon eine 81. Okay, dann fangen wir doch damit direkt an. Denn für uns gibt es gerade einfach keine geilere Währung, sage ich mal, als Draftpicks. Ich habe ein bisschen rumgebastelt und einfach noch ein paar Second-Round-Picks hier mit reingeballert. Denn 2028 sind die Clippers wahrscheinlich ziemlich kacke, weil Paul George und Kawhi Leonard sind da beide dann schon weg. Jetzt kommt auch noch Update erforderlich. Jetzt muss ich sowieso gleich einmal kurz rausgehen, sonst haben wir das die ganze Zeit hier im Bild. Aber das ist jetzt mal der erste Move, den ich mache. Das ist ein First-Round-Pick und Second-Round-Picks sind dann sowieso eher useless, wenn wir ehrlich sind. Jetzt gehe ich kurz raus und gehe wieder rein. Und ich mache das Gleiche jetzt einfach nochmal mit den Mavs. Und zwar mit Devonta Graham. Auch wieder 3 Second-Round-Picks. Ich bekomme da sogar Rashawn Holmes zurück. Auch der ist 30. Mit dem werden wir jetzt nicht irgendwie großartig was anfangen können. 2028. Ja, Luke, ja, ich denke mal in 2K bleibt Luca bei den Mavs. Aber falls nicht, ist auch eventuell der wertvoll. Also nehme ich auch den sehr, sehr gerne mit. Und dann wäre jetzt wirklich der letzte Kandidat, der hier noch rumturnt. Wen hatte ich denn jetzt gerade noch? Ah ja, genau, McDermott. Habe ich jetzt noch irgendwie Second-Round-Picks? Ja, hier habe ich noch... Ey, das ist auch so krass, wie viele Picks die haben. Das ist so krass. Kelly Olynyk, Jonathan Isaac, den man sogar einfach auch mal so mitnehmen könnte. Das ist jetzt auch der 26. Dorian Finney-Smith. Chris Boucher, Matisse Thybul, Landry Shamet. Ich glaube, ich nehme den mit, weil die 2 Second-Round-Picks, die bringen mir gar nichts und McDermott bringt mir auch nichts und Isaac ist, wenn er fit ist, gar kein so schlechter Spieler. Und dann war es das jetzt eigentlich. Das ist mein Lineup.
Ja, aber so ist es jetzt einfach zu Beginn. Ich würde sagen, wir simulieren jetzt mal die erste Saison einfach durch. Dann gehen wir rein in den Draft. Und dann schauen wir einfach, was passiert. Für die schlechteste Bilanz wird es wahrscheinlich am Ende nicht reichen, weil 28 Siege, das ist schon einiges, muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Schauen wir mal kurz auf die Tabelle. Und da sind wir an der 12. Seht ihr, was ich sehe? Die Mavs sind hinter uns. Wie geht denn das bitte? Was machen die? Wie können die bitte schlechter sein als wir? Das ist... Gott. Ey, ganz ehrlich. Ganz, ganz wild. Naja, es gibt übrigens einen Spieler, den ich so super gerne mit Wemby kombinieren würde. Und zwar Haliburton. Das wäre meine Traum-Kombo. Haliburton auf der 1 und Wemby auf der 5. Embiid wird MVP. Dann haben wir Wemby als Rookie of the Year. Also der erste Award ist schon mal eingetütet. Chris Paul, Nicholas Claxton, Paul Reed, Julius Randle und Nick Nurse. Irgendwie Nick Nurse und die Sixers rasten irgendwie in diesem 2K komplett aus. Auch spannend. Gut, Playoffs spielen für uns keine Rolle. Gehen wir einmal schnell durch. Ja Morant ist der Western Conference MVP und hier ist es Jimmy Buckets. Und ich sage, die Grizzlies gewinnen. Ja, I knew it. Ja Morant, okay. Direkt weiter, erste Saison schnell abgehakt. Spielerrücktritte, LeBron James tritt zurück. Halte ich jetzt nicht auf. Mitarbeiterrücktritte, Hall of Fame Neulinge. Draft Lotterie. Spannend. Wir sind an der 6 und an der 10. Das ist nicht ganz optimal. Die Rockets an der 1 und an der 3, das ist richtig wild. Also sehr, sehr viel Konkurrenz. Und wir... Wow. Wir haben den 10. Pick. Das ist ja gar nichts. Und den 19. Den 10. und den 19. Pick. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Oh. Gut. Da werde ich höchstwahrscheinlich traden müssen. Ich schaue mal, ob ich mit den Indiana Pacers einen Deal hinbekomme. Die haben nämlich den 4. Pick. Ich muss jetzt nicht unbedingt den 1. Pick haben. Ich habe meine beiden jetzt mal hier mit reingeworfen. Und das reicht noch nicht. Okay. Dann könnte ich hier noch den mit reinpacken. Vielleicht noch einen Second-Round-Pick. Ja, genau. Also auch nicht zu viel. Ich versuche da dieses Mal wirklich vorsichtig zu sein. Pre-Draft, Workouts. Genau, da laden wir natürlich auch mal den einen oder anderen ein. Gehe hier einfach mal. Ja, nach welchem Ranking gehe ich denn? Ist wahrscheinlich sogar relativ egal, oder? Sporting News. Draft-Prognose von 2K. Ja, es ist die Frage, welches hier die beste ist. Ich lade einfach mal die ersten ein. Okay. So. Also. Stehender NBA-Dreier. Bronny James ist da. Wow, okay. An der 1. NBA-Dreier aus der Bewegung auch Bronny James. College-Dreier aus der Bewegung ist dann Stephon Cassell. College-Dreier aus dem Stand. Alexander Sarr. Weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Bankdrücken. Ron Holland. Ja, Ron Holland hat 8. Der hat 8 Plaketten. Ronnie James hat 5. Vertical. Ist schon auch stark. Zeitzonen-Drill ist Bronny James auch sehr, sehr stark. Sprint, Isaiah Collier. Okay, ich schaue jetzt einfach sowieso mal erst, was die anderen picken und dann gucken wir, was übrig bleibt. An der 4. So. Mats Buzelis. Bin mit dem kommenden Draft noch nicht vertraut.
Korrigiert mich gerne, wenn man ihn anders ausspricht. Es gibt einen Trade und zwar die Rockets traden ihren zweiten Pick für De'Aaron Fox. Wow. Okay. Und die picken dann Justin Edwards. Okay. Krass. DJ Wagner. Und das bedeutet, wir haben eine brutal geile Auswahl. Ron Holland. Perimeter-Defense, Athletik, Punkte in der Zone. Überall sehr, sehr weit oben gelistet. 19 Jahre jung. Auch jetzt schon das höchste Overall. Jetzt nicht die Position, auf der wir vielleicht ganz, ganz dringend Need haben. Ronnie James ist natürlich auch einfach unglaublich interessant. Das Potenzial. Wir schauen uns das mal kurz an. Irving. Okay. Und hier? LeBron James. Ja. Okay. Ron Holland. Willkommen im Team. Bin ich absolut zufrieden damit. Hat auch von den Werten ganz gut ausgesehen. Der Dreier ist jetzt vielleicht nicht der Beste. Aber das muss er auch zwangsläufig gar nicht sein. Wichtig einfach, die Defense passt. Er ist ein krasser Athlet. Und das Potenzial, das sieht ja schon sexy aus. So, Sohan, Branham, Rishon Holmes, Spieleroption hat er angenommen. Okay, auch interessant. Gut, dann lassen wir das so, oder? Nehme ich ihn mit? Ah, ich nehme ihn mal mit. Qualifying Offers, Devin Vassell, Mamukelashvili. Nein. Wir werfen den Blick rein ins Moratorium, denn da dürfte durchaus der ein oder andere Spieler unterwegs sein, der uns helfen könnte. Jetzt nicht bis zum Ende von Wembys Karriere, aber für den Moment auf jeden Fall. Und ich hätte schon gerne einen Point Guard. Dinwiddie, Markelle Fultz, Mike Conley. Vielleicht gebe ich Markelle Fultz mal die Chance als Starting Point Guard bei den Spurs. Warum nicht? Ich nehme mal hier eine Team Option mit rein. Eventuell hat er ja Bock. Und er hat Bock. Okay. Das ist doch nice. Das ist auch ein Vertrag, der uns jetzt nicht irgendwie gleich komplett killt und nicht irgendwie sofort 100 Jahre läuft. Wir haben sogar noch ein bisschen Cap Space frei. Bruce Brown, Gary Trent. Könnte man denn noch mitnehmen, den man eventuell auch gut weiterbekommt? Obi Toppin. Christian Wood. Ball Ball, Mo Bamba. Da bin ich ehrlich zu euch. Wie viele Spieler haben wir? 3 Point Guards? 3, 4, 8, 9, 12. Ich sehe jetzt hier keinen Spieler, bei dem ich sage, das lohnt sich jetzt, dass ich da irgendwie mega Kohle rausballer. Deswegen mache ich das auch nicht, oder? Nee, also. Ja, glaube ich noch das ein oder andere Qualifying Offer. Der Kader, der wird dann sowieso, das wird schon passen. Victor Wembanyama geht um 5 Punkte nach oben. Keldon Johnson um einen. Markelle Fultz, Sohan, Jerry Jones, Branham, Jonathan Isaac. Sieht ja alles noch entspannt aus. Wir müssen jetzt aktuell zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nichts gewinnen. Und so sieht jetzt aktuell unser Kader aus. Da werde ich euch jetzt natürlich immer abholen, weil das wird sich jetzt natürlich über die nächsten Jahre immer wieder verändern. Aber feste Baustelle würde ich jetzt schon mal sagen. Ron Holland und Victor Wembanyama, die beiden. Dann Markelle Fultz ist jetzt auch erstmal die nächsten 2-3 Jahre unser Point Guard. Außer es passiert irgendwie was, I don't know. Shooting Guard Position und Power Forward Position. Das sind, glaube ich, die, wo ich dann am meisten machen muss. Aber wieder rein in die Saison und schauen, was passiert. Und es läuft eigentlich schon direkt zu gut. Fürs zweite Jahr, wir stehen bei 21,15. Das ist ja gut, aber sich jetzt absichtlich schlecht traden, ist ja auch Blödsinn.
Das ist mein Vertrag, wo ich schauen kann, dass ich den abgebe, weil ich den sonst ohne Gegenwert verliere. Brandon Clark. Er hat 3 Jahre Vertrag und ist auch stärker. Und ist jünger, okay. Cody Martin, Harrison. Dann machen wir das doch erstmal schnell. Terrence Ross hat wahrscheinlich der CPU einfach dann in der Free Agency automatisch noch mitgenommen. Gehaltsübersicht. Jonathan Isaac, Dre Jones. Das sind auch 2 Spieler, die ich noch abgeben kann. Weil auch hier der Vertrag ausläuft. So, hat hier irgendjemand Interesse? Klopf, klopf. Naja, First Round Pick gebe ich dafür nicht ab. PJ Washington. 2 Jahre Vertrag. 77. DiVincenzo. Hachimura. Da ist jetzt. Achso, ich habe ja immer noch das Ziel Halliburton, gell? Das darf ich auch nicht vergessen. Das darf ich ja auch nicht vergessen. Das muss ich ja dann auch mal irgendwann zeitnah angehen. Der hat leider schon. Der hat leider schon seinen fetten Vertrag. 35 Millionen. 35 Millionen. Da ist natürlich Jonathan Isaac jetzt perfekt. Brandon Clark. Oder Dre Jones packe ich mal mit rein. Dann würde das schon gehen. Okay. Und jetzt wird's saftig. Jetzt muss ich wahrscheinlich halt ein paar Picks reinballern. Boah, Alter, der ist richtig viel wert. Wir schauen. Ich hab so viele Picks, das ist ja Wahnsinn. Die werden es noch nicht machen, wenn ich jetzt noch einen reinballer. Doch. Oha. Okay. Da wird jetzt vielleicht der ein oder andere sagen, boah, Max, das war jetzt sehr, sehr teuer, das war overpaid. Aber da habe ich jetzt einfach ein Duo, mit dem ich die nächsten 10 Jahre durchballern kann. Halliburton ist jung, Wembanyama ist jung und ich habe noch Ron Holland. Und ich habe immer noch Picks. Also ich habe immer noch Picks. Markel Fultz, Calvin Johnson, Brandon Clark. Ich bin wirklich gut aufgestellt. Das sieht alles Popovic. Oh nein, Popovic ist wahrscheinlich retired und ich habe es nicht gecheckt. Naja, okay. Aber egal. Halliburton. Jetzt kann ich ja wieder ein Fan von ihm sein. Bei der WM war ich kein Fan von ihm, weil ich mir einfach nur dachte, geh bitte einfach weg. Für mich ein unglaublich gefährlicher Spieler in der Transition, der ein geniales Auge hat für den Open Floor. Der, obwohl er keinen schönen Wurf hat, den Dreier echt gut treffen kann. Wahnsinnsspieler. So, ja, jetzt haben wir natürlich nicht genügend. Mal schauen, wie wir da noch mitnehmen könnten. Mike Conley, Melton. Obi Toppin, der will vielleicht ein bisschen... Alter, der will auch so viel. Mo Bamba. Das ist alles crazy. Komm, lass das mal den CPU machen. Ja. Der nimmt dann meistens sowieso irgendwelche schlechten Verträge mit. Herb Jones. Nein, ablehnen. Wahrscheinlich wird das jetzt eine Saison, die sowieso viel zu gut ist. Im Optimalfall kacken wir jetzt noch ein bisschen ab. Das wäre jetzt mein Wunsch-Szenario. Und ich habe es mir fast gedacht. Wir sind schon zu gut. Ja, wahrscheinlich schaffen wir es sogar in die Playoffs. Wir stehen bei 40-28. Werfen wir einen Blick in die Spielerstatistik und haben hier einen Victor Wembanyama mit einem Double-Double mit 2,2 Blocks und nur 17 Badges. Ich gehe mal davon aus, der wird sich da noch krass weiterentwickeln. Halliburton ist klar, Double-Double mit Assists, das ist halt überragend, 10,9. Ron Holland macht 15,4. Das ist als Rookie auch absolut in Ordnung. Calvin Johnson hinten dran. Markel Fultz. Gut, dann simulieren wir die Saison mal zu Ende. Und Ja Morant wird MVP. Isaiah Collier ist Rookie of the Year. De'Aaron Fox, Sixth Man of the Year. AD, Depoy, Brent Miller, MIP, Trae Young, Clutch Player of the Year. Und Joe Mazzulla, eine gute Saison für die Boston Celtics, ist der Coach of the Year. Dann gehen wir doch mal da rein und wir müssen im Texas-Duell ran gegen die Rockets. Wir sind tatsächlich an der
4. Ist ja auch verrückt, oder? Okay. Überstehen wir schon die erste Runde? Nein, tun wir nicht. Ist auch nicht schlimm. Jetzt schon dann irgendwie direkt zweite Runde oder Conference Finals, das wäre absolut wild. SGA ist der Western Conference MVP und auf der anderen Seite ist es Jimmy Butler. Und ich sag euch, das machen die Thunder ganz locker. Sag ich doch. Weil das wird, glaube ich, unser größter Konkurrent. Die Rockets und die Thunder, das sind, glaube ich, die, mit denen müssen wir uns über die nächsten 7, 8, 9, 10 Jahre müssen wir uns mit denen einfach messen. Chris Paul tritt zurück, Al Horford, Mike Conley, Russ. Dann gehen. Ja, Draft-Lotterie ist eigentlich egal, weil ich habe, glaube ich, meine ganzen Picks ja sowieso abgegeben. Deshalb ist das. Ja. Doch da, in der 23, habe ich einen Pick. Gut, was will ich mit dem? Weiter traden. Im Optimalfall. Ja, doch. Trade-Suche. Pick kann nicht getradet werden, weil er bereits Teil eines vorigen Trades ist. Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir rein in den Draft. Bis zu meinem Pick. Und wählen aus. Ja. Kenne ich sowieso alle nicht. Und im besten Fall wäre das hier DeMarcus Cousins, Chris Mullin, Stojakovic, ist im besten Fall Drazen Petrovic. Naja, komm, ich gehe mit Cousins im Optimalfall. Im Optimalfall. Gut, was ist jetzt der nächste Step? Annehmen. Tue ich das annehmen? Nein. Hier? Ja, okay. Das passt. Qualifying Offer. Nicht angeboten. Moratorium. So, Giannis ist hier. Und ich habe natürlich keine Kohle frei. Jason Tatum ist auch da. Das sind schon zwei Spieler, wenn du Giannis und Wembanyama kombinierst. Ja, ich nehme mal den mit. Das ist Nummer 1. Das war jetzt aber gerade mal der Anfang. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass ich Keldon Johnson dafür auch abgeben muss. Damit ich das letztendlich hinbekomme. Oder Sohan, was natürlich schade wäre, weil das eigentlich ein geiler Typ ist. So, wen kann ich jetzt noch kombinieren? Dann nehme ich das mal mit. Dann bin ich immer noch meilenweit davon entfernt, dass ich hier wahrscheinlich ein Angebot abgeben kann. 40 Millionen. Wow. Okay. Dann spare ich mir hier über 11 Millionen. Also entweder wird das gleich die geilste Rebuild-Challenge, die wir jemals gemacht haben mit diesem Team, oder das geht sowas von in die Hose. Okay, die drei muss ich behalten. Okay, Luke Kennard für den First-Round-Pick der Warriors. Gar kein Cap-Space, was ich zurück, also kein Gehalt, was ich zurückbekomme. Das ist sehr, sehr gut. Und ich glaube, jetzt kommen wir langsam in die Kategorie. Ja, jetzt kommen wir langsam in die Richtung, die sich die Jungs vorstellen. Aber ich will noch jemanden traden, damit ich wirklich, Alter, ich habe fast kein Team mehr, aber es ist egal, es ist gerade, macht auch irgendwie Spaß. Okay, ey, wisst nicht, wie lange ich da jetzt rumgesucht habe, damit ich den noch finde, um irgendwie noch so 3,5 Millionen einzusparen und wir bekommen auch hier nochmal einen First-Round-Pick zurück. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch rein da. Ich kann sowieso nicht mehr anbieten. Player Option. Hätte ich gar nicht machen müssen. Am Ende wusste ich aber nicht. Ich habe gedacht, ich kann auch ein bisschen höher gehen. Giannis, 51 Millionen pro Jahr. Jetzt kann es halt sein, dass es umsonst war. Falls ja, ist es nicht schlimm, weil ich die drei Spieler, die ich behalten wollte, die habe ich behalten. Wembanyama, Haliburton und Ron Holland.
Aber vielleicht hat ja einer von denen Bock. Evan Mobley an der Seite von Wemby wäre auch geil, aber der ist restricted. Jalen Green ist auch restricted. Jamal Murray. Kate Cunningham. Da habe ich schon. Da habe ich schon Halliburton. Ja, im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, es muss einer von den beiden da oben sein. Mitchell kann ich natürlich auch noch mitgehen. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Und es sagt Mitchell. Warum nicht Giannis und warum oder Tatum? Giannis geht zu den Clippers. Und Tatum geht zu den Raptors. Wow. Okay. Das ist bitter. Aber okay. Ja, jetzt haben wir halt auf der Shooting Guard Position jemanden, der extrem geil ist. Also hätte jetzt auch schlimmer kommen können, dass wir überhaupt niemanden bekommen. Zumindest einer, der zugesagt hat. Willkommen in der Free Agency. Da muss ich jetzt ein bisschen was machen, oder? Weil ich habe insgesamt... Nee, so wenig Spieler habe ich gar nicht. 2, 4, 6. Nee, es geht sogar. Wemby, 93. Sohan, 82. Ron Holland, 82. Branham, 81. Halliburton bleibt stehen. Donovan Mitchell, gerade eben erst geholt. Also von dem her passt es eigentlich. Und das ist jetzt unser Team aktuell. Halliburton, Donovan Mitchell, Ron Holland, Sohan, Wembanyama, Branham, Bissey, Alvarado, TJ Warren. Ja. Mal schauen, was damit geht. Und ich sag mal so, wir stehen bei 25-7 und das sieht ziemlich gut aus. Schauen wir in die Teamstatistik. Wir haben die beste Offense der Liga. Wir haben die... Okay. Bei der Defense sind wir irgendwo im Mittelfeld. Also gar nicht so geil. Also unsere Offense wuppt das gerade. Dann werfen wir doch mal da auch einen Blick rein. Wemby macht 29,2 Punkte. Donovan Mitchell macht 24,5 Punkte. Halliburton mittlerweile bei fast 13 Assists angekommen. Ron Holland 15,5 Punkte. Okay. Aber jetzt bei Giannis hast du keine Chance. Zion. Oh, warum hat er da ganz kurz überlegt? Habt ihr das gesehen? Ich sag euch. Ich sag euch, man kann Zion bekommen. Aber hundertprozentig. Das ist natürlich für das Video und für das Thumbnail eine leicht geile Geschichte. Zion und Wembanyama gemeinsam im gleichen Team. Da schmecken die Klickzahlen, da bin ich ja mal ganz offen und ehrlich zu euch. Aber mal butterweich rein da. Halliburton, Jaden Ivey, Ron Holland, Zion Williamson. Wembanyama, die Bank ist eigentlich komplett überflüssig, da brauchen wir gar nicht mehr drauf schauen. Ja, dann hole ich mir doch mal Austin Reeves von den... Oder hole ich mir den? Hat der Bird Rights? Ja, hat er. Okay. Branham hat sich eigentlich auch ganz gut entwickelt. Ja, das ist von den Badgers her dann schon nochmal ein Unterschied. Und Pochettino bekomme ich auch noch. Ja, das machen wir. Ich glaube, jetzt geht es gerade tatsächlich schon eventuell darum, das erste Mal Richtung Conference Finals zu gehen. Tillman. Ja, jetzt hole ich mir noch einen geilen Big und dann sind wir fertig. Für die Saison zumindest. Ich habe jetzt doch nichts mehr geändert, weil ich glaube, dieses Team ist stark genug. Dieses Team ist stark genug. Wir holen 60 Siege. Das ist ein Team, was ich so in der Konstellation noch niemals hatte. Noch nie. Komm, bevor das letzte Spiel gespielt wird, blicken wir nochmal ganz kurz auf die Stats. Ja, ihr seht es selbst. Da sollte eigentlich jetzt wirklich was gehen. Das wird zwar jetzt dann gleich relativ teuer, weil ich die Jungs jetzt dann auch verlängern muss.
da werde ich dann irgendwann auch mal zusehen müssen, dass ich vielleicht den einen oder anderen wieder abgebe. Aber jetzt für den ersten Moment ist mir das egal. Rookie of the Year, eingebuckt. Ihr wisst, was ich meine. MVP, ebenfalls. Jetzt ist die Frage, geht's weiter? Depoy, check. MIP leider nicht. Clutch Player of the Year ist der Ant-Man. Will Hardy ist der Coach of the Year, logischerweise. Gut. Dann freuen wir uns jetzt trotz allem nicht, weil ihr wisst ja, du kannst während der Saison ja alles zerstören und abreißen ohne Ende und kriegst dann von den Utah Jazz auf den Sack. Mit Drew Holiday und VJ, Edge Comp, Keldon Johnson, Taylor Hendricks und Walker Kessler, das Team. 4-1. Dann müssen wir ran gegen die Nuggets. Da spielt Terrence Mann, Michael Porter Jr. ist auch noch da, Aaron Gordon und Jokic. Also auch das ist ein gutes Team. Mal schauen, ob Bambi Probleme hat mit Jokic. Oh, das war knapp. 4-3. Ja, und jetzt kommt über die nächsten Jahre unser Endgegner. An dem müssen wir halt leider immer vorbei. Und das ist SGA, Josh Giddey, Lou Dort, Jalen Williams und Chet Holmgren. Das wird ein Duell. Wenn wir das nicht auf Dauer dominieren, dann wird das leider keine erfolgreiche Karriere von Bambi. Schaut euch dieses Team an, Mann. Ey, wirklich. Also die Bank ist jetzt sicherlich nicht die krankeste, aber ja, mal gucken. 1-0 für OKC. 1-1. 2-1 für OKC. 2-2. 3-2 für uns. 4-2. Victor Wembanyama, Western Conference. Finals MVP auch abgehakt. So, was fehlt noch? Sixth Man of the Year. Oder Finals MVP jetzt in diesem Fall. Darius Garland, Caris LeVert, Okoro, Mobley, Allen. Komm schon, das muss jetzt der erste Titel sein. Ich habe nicht viel Zeit, um mit diesem Team alles wegzurocken. Weil wenn der Zahltag kommt, dann gehe ich pleite. 1-0. 2-0. 2-1. 2-2. 3-2. Bitte, 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 komm schon. Boah, ist das eng. Ich glaube, wir haben's. Ja. Titel Nummer 1, eingetütet. Und höchstwahrscheinlich auch der Finals MVP. Wir gehen kurz rein, schauen uns die Zeremonie an. Und dann ist der erste erfolgreiche Saison durch Zion an der Freiwurflinie. Mit 30 Punkten. Oh, hoffentlich klaut. Alter, 27, 14, 8. Hoffentlich klaut der Wemby nicht den Finals MVP vor der Nase weg. They go on the road and take care of business. And now the championship is theirs. Let's go. Das ist schon ein wildes Team. Ich glaube, wenn ich das relativ lange zusammenhalten kann, dann könnten es auf jeden Fall ein paar Titel werden. Wieder diese Animation. So, erstmal Wemby. Vier Köpfe größer als Adam Silver, ich war kurz davor zu sagen, Adam Sandler. Alter, einfach Halliburton, Zion und Wemby. Jaden Ivey auch noch hinten dran. Und Finals MVP, Wembanyama. So, Erfolg Nummer 1. Mal schauen, wie viele wir noch einfahren können.
Hier einmal die Statistik zum Überblick. Die Quoten aus dem Feld sind gar nicht so gut, aber ja, natürlich 15,5 Rebounds ist der Wahnsinn. 3,5 Blocks ist komplett insane. Gut. Spielerrücktritt. Brook Lopez, DeMar DeRozan, Gordon Hayward. Draft Lottery. Das spielt für uns keine Rolle mehr. Ich glaube generell der Draft. Ich habe relativ viel abgegeben jetzt. Genau. Bis zum Ende simulieren. Ist auch ganz nice, wenn das jetzt ein bisschen schneller geht. Team und Player Option. Angenommen, angenommen. Austin Reeves hat abgelehnt. Uchefino angenommen. McCain. Okay, das jetzt muss ich bei Austin Reeves. Habe ich aber, glaube ich, die Bird Rights, wenn ich mich nicht täusche. Jaden Ivey Qualifying Offer auf jeden Fall. Und dann gehe ich hier rein und versuche ihn auf jeden Fall zu halten. Das ist, glaube ich, wirklich ein geiler Backup-Spieler von der Bank. Mache ich eine Player-Option rein und er stimmt auch direkt zu. Okay, ich habe Drummond mitgenommen, CJ McCollum mitgenommen. Jetzt ist noch die Frage, was mit Jaden Ivey ist. Das ist irgendwie gerade von der Anzeige her ein bisschen komisch, weil er ist auch nicht mehr als Restricted Free Agent aufgeführt. Was er aber eigentlich sein müsste. Mein Qualifying Offer steht. Das wäre jetzt schon ganz geil, wenn er bei uns bleibt. Das sieht gerade nicht so aus. Aber warum? Habe ich da gerade irgendwas falsch gemacht? Scheiße. Ja, okay, also Wemby, Halliburton, Zion, Ron Holland, Austin Reeves, Uchefino. Das. Boah, CJ McCollum macht dann plötzlich den Mega-Drop. Gerade eben wurde der mir noch angezeigt mit 30. Ich habe gerade einen Mega-Deal gefunden, Freunde. Und zwar bekomme ich Clint Capella und Herb Jones. Muss dafür Sikarski abgeben. Ein First-Round-Pick und CJ McCollum. Da habe ich halt nochmal ordentlich Rebounding und hier einen wesentlich jüngeren Spieler, CJ McCollum. Habt ihr ja gerade selber gesehen, wie krass der abgebaut hat. Deswegen machen wir das. Der First-Round-Pick ist für uns jetzt sowieso nicht mehr relevant. Wir fügen noch eine Exception hinzu und dann sieht das Ganze nämlich schon wieder gleich sofort einen ganzen Ticken besser aus. Ja, okay. Es wird euch wenig überraschen, Leute. Wir rasieren durch die Liga. Und ich glaube, wir stellen den All-Time-Record auf. Komm schon. Keine Niederlage jetzt mehr. 70. 71. 72. 73. Ja. Wir haben ihn. 74-8. Back-to-back-MVP. Finals-MVP. All-Time-Record geknackt. Ab geht's. Dieses Mal leider kein Depoy mit dabei gewesen, aber das ist auch egal. Jetzt brauchen wir natürlich trotz allem gleich wieder den nächsten Titel, Freunde. Wir müssen ran gegen die Kings. Oh Gott, nee, bitte nicht schon wieder. Mit den Lakers habe ich da verloren. Das ist schon wieder, das Team sieht schon wieder gut aus und eklig. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber schaut euch dieses Team an. Lassen wir uns überraschen. 4-1. Okay. Dann gegen Scoot Henderson, Shaden Sharp, Chinka, Jeremy Grant und Jotseven. 4-1. Da müssen wir ran gegen die Nuggets und natürlich auch wieder gegen Jokic. Was immer eine Aufgabe ist. Und die haben sich Josh Giddey geholt. Okay. Das wird auch wieder knackig. Komm schon, ich will unbedingt. Das ist bisher so eine geile Folge. Ey, Wemby hat in den ersten 3-4 Jahren jetzt alles abgeräumt. Jetzt wieder direkt den nächsten Titel einzufahren, das wär's einfach. Ja, Mann. Halliburton jetzt in diesem Fall der Western Conference Finals MVP. Wir müssen ran gegen die Pistons. Cade Cunningham, Jalen Green. Oha. Ja, wobei es geht dann eigentlich. Im Frontcourt sind sie jetzt nicht so stark mit M.G. Bako, wenn man den so ausspricht. M.G. Bako, Sohan und Mitchell Robinson. Komm schon, bitte.
Ja. Und wir sind auf der Goat-Liste jetzt schon ganz schön weit oben, Leute, weil das war jetzt nämlich schon der zweite Finals-MVP. Wir haben Back-to-Back-MVP, wir haben den Depoy, wir haben den All-Time-Record eingestellt. Das geht doch schon so langsam in Richtung Goat-Challenge eher. Und wir machen direkt weiter, Spielerrücktritte. Ja, okay. Irgendjemand Interessantes mit dabei. Draymond Green, Rudy Gobert. Draft-Lottery, für uns nicht relevant. Abfahrt, durchziehen, durchballern. Siebter Pick über... Okay, krieg auch noch irgendwie den siebten Pick über die Suns. Das muss... Wisst ihr noch, dass wir... Oder nee, sorry. Ich habe gerade gedacht am Anfang, wir haben einen Pick und ich habe gesagt, nee, der Phoenix Suns, der könnte mal was wert sein. Aber ich glaube, das habe ich woanders mal gesagt. Ja, rein in den NBA-Draft. Ich weiß zwar jetzt gar nicht letztendlich, was der wert sein wird. Der Pick oder wen ich da jetzt auch zur Auswahl habe, aber... Warte mal. Nein, die haben doch gerade hier 24 Trade-Angebote, war doch gerade... Ich habe den 7. und den 13. und den 30. Okay, ich hätte vielleicht noch mal ein bisschen genauer hinschauen sollen. Was geht denn jetzt ab? Desmond Bane, DeJounte Murray. Also wenn ich jetzt trade, dann trade ich ja schon für ein richtiges Kaliber. Okay, Doncic spielt einfach bei den Sixers. Wo spielt denn? Jaylen Brown spielt noch hier. Aber wie willst du das machen? Das geht? Wirklich? Ach so, weil die genügend Cap Space gerade frei haben. Jetzt wird's richtig wild. Nee, okay, machen sie nicht. Ist vielleicht auch gut, dass sie es nicht gemacht haben. Jetzt, glaube ich, war ich gerade ein bisschen drüber. Weil die verdienen schon 44 Millionen. Ich muss jetzt dann Bambi verlängern. Dann habe ich nochmal jemanden mit 40, 50 Millionen. Und dann habe ich, ja, wenn ich auch gerade eben sehe, wie ich hier alles verlängern muss, dann ist es vielleicht besser, wenn ich sogar einfach pick, anstatt hier mir teure Verträge aufzuhalsen. Das ist gerade so eine blöde Situation, weil ich habe mir jetzt gerade mal angeschaut, was noch auf dem Board ist und das ist alles nicht super geil. Alles, was ich jetzt natürlich aber als Gegenwert bekomme, ist natürlich eine zusätzliche Belastung für mein Salary Cap. Jetzt weiß ich gerade nicht, was ich machen soll. Ich denke, ich... Geh eventuell... Na, Schengen hatte ich jetzt schon so oft. Lou Dort ist auch interessant. Mal schauen, was hat der für... Der hat 17 Badges. Das ist 14 Millionen. Das ist eigentlich ganz nice. Komm. Das ist jetzt auch nicht so mega teuer. Und dann habe ich aber trotzdem noch zwei Picks, mit denen ich keine Ahnung was machen werde. Trade-Suche. Genau, hier noch der 13. Pick. Wäre halt auch geil, wenn mir jemand einfach fürs nächste Jahr irgendwie einen Pick anbietet. Aber irgendwie will mir jeder seine Spieler andrehen. Jalen Johnson. First-Round-Pick der Pelicans. Obi Toppin, PJ Washington. Oh, Freunde. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich in meiner Situation... Also ich bin gerade verwöhnt, muss man ja sagen, vom Spiel. Ja, jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich irgendwie keine Fehler mache. First Round Pick der Bulls, Jalen Smith, Curl. Es sind immer wieder die gleichen Kandidaten. Hornets. Top 3 protected. Matisse. Der wird wahrscheinlich einiges wert sein, könnte ich mir vorstellen. Bevor ich jetzt hier noch... Ich sitze hier, glaube ich, schon 20 Minuten, dann ganz ehrlich, und überlege und überlege und überlege. Und ich glaube, ich nehme den jetzt einfach. Ja. Und dann mal schauen, wie viel Capspace ich jetzt überhaupt noch frei habe. Und jetzt muss ich dann erstmal schauen, dass ich Wemby verlängere. Ron Holland annehmen, das ist sehr gut. Da muss ich mir da erstmal keine Gedanken drum machen. McCain.
Das ist ein Spieler, den ich vielleicht auch mal weiter traden kann, wieder für einen Pick. Nein, ja. Moratorium. Ja gut, Wemby wird sowieso Angebote bekommen. Herb Jones ist nicht restricted. Da habe ich auch die Hand oben drauf. Hier ist es egal. Also im Endeffekt muss ich eigentlich bloß bei Herb Jones sagen, okay. Da gebe ich ein Angebot ab. Ja, natürlich ziehen wir gleich. Dann ist das Thema auch direkt erledigt. Wemby bleibt natürlich bei uns. Herb Jones bleibt bei uns. Und damit müsste ich dieses Team eigentlich zusammenhalten, wenn ich das jetzt richtig sehe. Schauen wir nochmal ganz kurz rein. Oben zwei Point Guards, drei Shooting Guards, drei Small Forwards. Ja, das sieht doch eigentlich ganz okay aus. Können wir da mal reinschauen, ob da noch irgendwie was von uns mit dabei ist. Da ich tatsächlich die Kohle frei habe, nehme ich noch Ben Simmons mit. Der hat 25 Badges und wenn ich den auf die 4 packe, dann geht der bestimmt wieder hoch auf eine 80. Und das ist dann jetzt wirklich mein letzter Move. Achso, ich muss noch schauen wegen, ja, okay, wegen Hutchefino. Ja, also auch der bleibt bei uns. Und dann Zion eine 95, Ron Holland eine 92, Hutchefino geht um 5 Punkte nach oben, hat eine 84, Austin Reeves geht nach oben, Herb Jones geht nach oben. Also wir haben einfach echt ein saugeiles Team. Im Optimalfall ist es der dritte Titel in Folge. Wenn alles optimal läuft, dann ist es der dritte in Folge. Halliburton, Herb Jones, Ron Holland, Zion, Wemby, Hutchefino, Reeves, McCain. Und dann habe ich auch Ben Simmons auch noch hier mit dabei. Den stelle ich jetzt mal kurz auf die 4. Dann müsste der nämlich auch nochmal hochgehen. Ja, zwar nicht viel, aber er geht ein bisschen hoch. Schafft es aber wahrscheinlich nicht mal rein, die Starting 5. Die Rotation, oder? Nee. Okay, vertrauen wir einfach mal dem Computer für den ersten Moment und schauen, wie die Saison läuft. Wir stehen schon wieder bei 39-11. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich mit diesem Team weitermache oder ob ich auf der 2 mir noch jemanden hole. Ich habe die Möglichkeit. Lou Dort spielt nicht. McCain spielt nicht. Bible spielt nichts. Aber es läuft halt ganz gut, gell? Sollte ich wirklich was ändern? Eigentlich immer, wenn ich mir diese Frage stelle, sollte ich sie mir eigentlich mit Nein beantworten, ehrlich gesagt, wenn es läuft. Unsere Defense ist... Ach nee, sorry, das ist die Offense. Sorry, das ist die Offense. Ich dachte mir gerade, wir haben die beste Offense der Liga. Und wir haben, ja, von der Defense her sind wir nicht so mega stark, ehrlich gesagt. Gute Frage jetzt, was mache ich? Also ich hole mir jetzt nochmal Clint Capella zurück, weil Lou Dort spielt bei uns gerade sowieso nicht. Ich werde bloß den First-Round-Pick, werde ich versuchen, dass ich den umwandel in ein paar Second-Round-Picks. Das sollte, glaube ich, eigentlich auch funktionieren. Schauen wir mal. Ja, sie wollen noch einen vierten Second-Round-Pick, dann machen wir das. Weil ich mag es irgendwie nicht, von der Bank gar keine Größe zu haben. Und das in dem Fall war das jetzt eben so. Herb Jones. Und Austin Reeves. Ich mache wahrscheinlich einfach so weiter, oder? Ben Simmons, ja, der turnt jetzt bei uns hier rum. Ist eigentlich auch vergeudet. Herb Jones hat 11 Badges. Hutchefino hat 15. Ich könnte mir hier schon noch einen besseren holen. Das ist jetzt absolutes Risiko, was ich hier mache. Aber ich bekomme hier Jacoby, Walter und Aaron Gordon. Gibt dafür Austin Reeves und Clint Capella ab, den ich gerade eben erst geholt habe. Aber der Typ ist super jung.
Ihr seht es selber, 22 hat jetzt schon 18 Badges, ist schon der 86er, also ein unglaublich krankes Talent. Und das ist jetzt einfach der letzte Move, den ich mache. Und ich hoffe, es reicht für den dritten Titel in Folge. Das Team ist... Es ist komplett krass, wenn wir ehrlich sind. Und wir rasieren natürlich auch wieder durch die Liga. Das war aber absehbar. Es geht darum, dass wir wieder den Titel gewinnen. Das ist unser einziges Ziel. Wir schauen kurz gemeinsam auf die Statistiken, damit wir da auch noch kurz den Überblick zum Abschluss haben. Jetzt habe ich mich gerade irgendwie voll verklickt. Keine Ahnung, wo ich jetzt gelandet bin. Team... Nein! Was mache ich gerade? Ja. Oh my goodness. Jetzt nochmal in Ruhe. So, hier. Punkte pro Spiel sind wir an der 1. Und von der Defense her sind wir nur im Mittelfeld. Das ist was mir nicht so gut gefällt. Und von den Spielerstats her haben wir 5 Spieler mit über 20 Punkten. Ja, also die Challenge ist sowieso komplett verrückt. Nicht jede Challenge sieht übrigens auch so aus. Das ist jetzt einfach mal heute auch ein bisschen Glück, dass das alles so passiert. Victor Wembanyama holt seinen dritten MVP in Folge. Also spätestens jetzt wäre er bei den Goats ganz vorne mit dabei. Jetzt schauen wir, dass wir noch ein letztes Mal den Titel gewinnen. Und dann nehme ich auch schon seit 2 Stunden auf, dann wäre er auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei. Vielleicht nicht der Goat, aber unter den Goats. Play-in simulieren. Wir müssen ran gegen die Rockets. Dann schauen wir doch mal, ob wir die packen. Ja, komm, ey, wenn ich da reinschauen muss. Also entweder schaffen wir die gleich oder... Ja, 4-0. Dann die Denver Nuggets. Natürlich auch wieder mit Jokic. Ich glaube, meine Spieler sind auch alle on fire. Kann das sein? Ja, gefühlt. Ja, nicht alle, aber 6 von 8 sind auf jeden Fall im Modus. Dann gehe ich auch hier einmal kurz rein, anpassen. 4-0 gegen die Utah Jazz, De'Aaron Fox, Edgecomb, McDaniels, Hachimura und Chet Holmgren. Auch da kurz die Anpassung, nichts auf die leichte Schulter nehmen. 4-1, Wemby ist wieder Western Conference Finals MVP. Und jetzt wäre es der Abschluss gegen die Toronto Raptors. Jason Tatum, Pascal Siakam, okay. Aber alle anderen, naja, ich will es gar nicht aussprechen, komm. Lieber, das Team ist so krank stark, wir verlieren es zu 100%. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Und es ist wieder Wemby. Ich glaube, ich könnte jetzt hier so weitermachen. Dieses Team, ich könnte das, glaube ich, schon noch 2-3 Jahre zusammenhalten. Und wir würden wahrscheinlich noch einen 4. und einen 5. Titel gewinnen. Ich glaube, ich habe bewiesen, dass Wemby hier unter die Goats gekommen ist, weil wir haben keine Ahnung, wie viele MVPs, wie viele Finals MVPs, Titel haben wir 3 gewonnen. Wir haben den All-Time-Record der NBA gebrochen, pulverisiert. Und ich glaube, damit sind wir mit dieser Challenge durch. Ganz, ganz wildes Team. Ja, wir hatten fast 5 90er in der Starting 5. Wenn ich jetzt noch ein Jahr weiterspielen würde, dann wäre das auch definitiv der Fall. Zion und Wemby in einem Team. Das hat auf jeden Fall dann sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ich glaube, es war der richtige Move zu sagen, Haliburton einfach von Anfang an. Ich habe einen richtig guten Point Guard, der auch in diese Timeline passt von Victor Wembanyama. Ja, probiert es mal selber aus. Wie viele Titel gelingen euch? Wie viele Finals-MVPs? In Depoy haben wir ja übrigens auch gewonnen. Also war wirklich alles mit dabei. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo dalassen und dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer Max. Ciao.